Ganz herzlich zu unserer Tombola-Verlosung. Und heute geht es darum, dass wir diese Lose hier reintun und dann diese Kunst hier für euch verlosen. Jetzt schreiten wir zur Tat, aber zuerst will ich die Frau vorstellen, die ganz viel Kunst gespendet hat und vor allen Dingen auch die wunderbare Idee mit der Tombola hatte. Hier ist sie, Franziska Schwarzbach. Komm her, Franziska. Ja, ich dachte einfach, man hat so viel Arbeiten als Künstler im Schubfach liegen und es wäre doch schön, wenn man diese Arbeiten bei so einer Tombola zugunsten der Bäume und zugunsten der Grünfläche spendet. Oh, hoffentlich klappt's. Ups, das war nicht so gut. Und dann kann es auch gleich losgehen. So. Jetzt sind sie alle hier drin. Schmeißen wir weg. Franziska, willst du das erste Bild nehmen? Genau. Ach, du mit? Nee, ersten Bild. Wir müssen mal wissen, was wir verlosen. Genau, also hier sind sie alle drin. Genau. Ein Ölbild von Ute Rinke. Und ich werde jetzt mal hier reingreifen. Hier ist das Gewinnerlos. So, Brille auf. Und ich lese die Nummer. Spannung steigt. Ich bin aufgeregt. Warum ist denn hier keine Nummer? Ah! Dieses Bild gewinnt die Losnummer. Zeige ich mal. Die Losnummer 21. Gut. Wenn wir das mal hier zur Seite legen. So. Dann nehme ich mal das Bild von Achim Niemann. Jetzt könnte ich mal das tauschen. Ja, sind jetzt auch die Luschen da drin? Da gibt es keine Luschen. Ach so. Oh Gott. Genau. Die Dieses Nummer? Bild gewinnt die Nummer 80. Was ist das? Nummer 80. Herzlichen Glückwunsch. So. Julia, greif rein. Das Bild von Gregor Gysi. Das Buch. Quatsch, das Buch. Siehst du? Unser Vater. Genau, klapp mal auf, er hat es nämlich noch signiert. Hier ist die Signatur. Und ich wickel mal aus. Ah, das Buch hat gewonnen, die Nummer 10. Herzlichen Glückwunsch. Packen wir auch zur Seite. Wir gehen einfach mal so gut. Ich mache mir jetzt mal. Genau, sag was. Wartende, eine ganz frühe Kaltnadelradierung von mir, von 1976, ich glaube sogar. 77. Die Gewinnerin der Gewinner mit der Losnummer 78. Herzlichen Glückwunsch. Achso, das ist noch unterschrieben mit Lobeck. Da hieß ich ja noch Franziska Lobeck. Das ist die Fotografie von Michi Hartmann. Ich ziehe mal einen los. Das ist die Losnummer. Spannung. Die Nummer 13. Wie schön. Herzlichen Glückwunsch. Ich nehme es einfach los. Ja. Einzelne. Genau, dann haben wir hier eine CD, handsigniert von Carola Nitsch und Familie. Und hier ist die Signatur, Carola Nitsch 2017. Los Nummer 4.
Herzlichen Glückwunsch. Viel Spaß mit der schönen Musik. Das war jetzt mit den Grafiken nicht so. Jetzt nehmen wir mal die Grafik. Genau. Ich greife mal hier rein. Ein Prägedruck. Heißt eigentlich Franziska und ist ein Teil des Glockenfrieses der riesigen Glocke in Lüneburg, der Schifferglocke. Und gewonnen hat die Nummer 38. Herzlichen Glückwunsch. Ach komm, wir machen mal einfach ein paar Schifferglocken, damit ich das nicht alles erzählen muss. Genau. Ein Teil aus der Schifferglocke zu Lüneburg, das sind 17 einzelne Prägedrucke. Gewonnen hat die Nummer 47. Ja. Glückwunsch. Oh, nein, bitte nicht. Bitte nicht. Das war nicht die Idee. Ich komme nochmal die Schifferglocke durch, weil das ganz lustig ist, wenn das so hintereinander kommt. Der Flehende der Schifferglocke, des, wie heißt es, Zierfries, das Glockenfries der Schifferglocke in Lüneburg. Nummer 65. So. Jetzt lese ich auch, warum du die Wäscheklammern super ist. Genau. Die Flehende Schifferglocke Lüneburg. Gar nicht so schnell mit dem Lose ziehen hinterher. Warte. Sind alles Eigenauflagen, ja? Also keine Serie. Das heißt, wie viel gibt es davon? 3, 4. Ich lebe aber noch und ich kann noch drucken. Danke. Und das ist das Gewinnerlos. Die Nummer 14. Kommt jetzt hier ran. So. So, wieder mal Musik. Das ist eine CD mit Sharon Brauner und Carsten Treuke, heißt Jiddisch Berlin und ist signiert 2019 von Carsten Treuke. So, aber du musst mir das aus der Hand nehmen, sonst kenne ich die Nummer nicht aus. Ich habe nämlich schon hier reingegriffen, hier ist das los. Und das ist die Nummer 33. So. Zack. Das geht auch gut. Also Nummer 33 hat gewonnen. Herzlichen Glückwunsch. Also, ich muss das mal so umdrehen, damit man auch immer sieht, worum es hier geht. Ne? Das ist die Tombola. Das ist auch ein Prägedruck. Vom grünen Kiez Pankow. Und zwar der schönen Sirene aus Kopenhagen, in der Karls-Glyptothek in Kopenhagen. Und die Sirene geht, an die Nummer 27. Lohnt sich anzugucken in Kopenhagen. Eine Studie zu Käthe Niederkirch, mein ersten Porträt, was ich machte. Eine Kaltnadelradierung, die gibt es keine Auflage. Das ist ein Einzelstück. Einzelstück. Und dieses wunderbare Einzelstück geht an die Nummer 19, ne? 19. Das ist eine 19, wa? So. Wäscheklammer und Rander. Wozu alles Wäscheklammern gut sind? Also ich würde mal sagen, wir nehmen jetzt das Bild von den Hasenpos von Christian Wade. Eine Live-Zeichnung während eines Konzertes auf unserer schönen Wiese. Nee, du musst jetzt ziehen, ich erzähle jetzt. Genau. Christian, der uns sehr, sehr unterstützt, ganz am Anfang uns gleich das wunderschöne Flitzifisch hier geschenkt hat.
Das ist nämlich unser Logo hier, das Eichhörnchen. Welche Nummer gewinnt das Bild? 69. Wow, herzlichen Glückwunsch. Da sind ja einige bestimmt ganz neidisch. So. Ach, das ist die Visitenkarte. Also das wird die auch versteigert? Nee, die gehört dazu. Die kriegt die Gewinnerin oder der Gewinner. So, dann machen wir noch gleich ein so ein Bündel. Ja. Die Erklärung haben wir gemacht. Hier sind also zwei Plakate drin. Das mache ich nicht auch, ja? Brauchst du nicht. Also ein Plakat seht ihr hier an der Wand. Und das andere Plakat ist dann sieht jetzt so aus. Plus die Postkarte. Und das geht an die Nummer 25. Herzlichen Glückwunsch. Das kommt da hin und dann machen wir das Ganze gleich nochmal. Aber soll ich nicht mal das Plakat aufmachen? Weil das ist doch ein anderes, ne? Na, das ist wie die Postkarte. Ach doch, das ist die Postkarte. Genau. Das ist genau das Gleiche. Einmal die Karte. Und ich buddel mal hier. Und das andere, was drin ist, hängt da. So, und das gewinnt die Nummer. Buddel, 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 wickel, wickel. 87. So, warte. Mal so. Warte mal, das machen wir so. Zack. Jetzt komme ich mir ein bisschen komisch vor mit meinen ausgeräumten Grafiken. Ich zieh mal. Hä? Ja, zieh mal. Wie heißt denn das? Das ist der Bauer von Zuda. Auch, auch eine Lobeck-Grafik von 1979. Alte Kaltnadelradierung. Und die geht an die Nummer 58. Wäscheklammer. Hier, Pierre. Nummer 58. Zuda war ein schöner Bauer. Also, nee, der Bauer in Zuda war ein herrlicher Kerl. Am Ofen, Künstlerdruck von 75, uralt. Ich habe schon gezogen, habe hier so ganz nebenbei mal reingegriffen. Genau, und jetzt kommt das vorletzte los und das ist die Nummer 64. Hat man das gesehen? Nummer 64. Mhm. Ne? Die kommt auch hier ran. Zack. Wunderbar. Jetzt kommen die letzten beiden Bilder. Das ist klein. Der Harlekin. So. Vorletztes los mit der Nummer. Spannend. Brille. Nummer 63. Das ist die Nummer 63. Herzlichen Glückwunsch. So. Und jetzt. Das ist die, die Odaliske. Das würde ich eigentlich haben. Ich kenne ganz viele, die das haben wollen. Das ist zwar auch ein Künstlerdruck, aber davon habe ich mehr gemacht. Oh. Und ich möchte eigentlich nur sagen, dass ich solche Initiativen, so kleine Initiativen, ja, so gerne unterstütze, weil man merkt es ja jetzt bei Corona, man geht aus dem Haus, ja, man kann keinen treffen, es ist so wichtig, das Grün zu finden, das Grün vorm Haus eben zu haben, ja, dass man mal wenigstens einen Baum umarmen kann und Luft schnappen kann. Und wenn wir so weiterbauen, dann kommen wir wieder ins 19. Jahrhundert, in diese Messelhütten hier in Berlin. Ich meine, diesmal sind es nicht Messelhütten ohne Klo, diesmal wären es eigentlich Hütten mit Innentoilette und Bad, aber trotzdem aber ohne Luft, ne? Aber ohne Luft und ich unterstütze das sehr gern. Und das finde ich total gut und ich will jetzt hier auch keine Volksreden weiterhalten. Dieses Bild gewinnt die Nummer 17. Ist das nicht schön? Das ist sehr gut. Herzlichen Glückwunsch. Bis hierher, ich danke euch, wir danken euch, Franziska, ganz herzlichen Dank. Und der Mann hinter der Kamera, Matthias, natürlich. Ihr erfahrt dann am Ende dieses Videos, wo ihr eure Gewinne abholen könnt. Danke euch. Dankeschön.
si tenera la brigata che fa